Entschuldigung, ist da noch frei? Moment, was wäre bitte? Ich meine, ist da noch frei? Libero plazzo, non occupato. Sitzt da schon jemand? Nein, aber es wird dann schon noch jemand kommen. Der Flug ist ja völlig ausgebucht. Ne? Ah, dann müssen Sie entschuldigen, ich habe nicht gewusst, dass Sie der Pilot sind. Wir kommen jetzt darauf, dass ich der Pilot sein soll. Weil Sie wissen, dass alles voll ist. So macht einem die Arbeit natürlich Freude, wenn alles ausverkauft ist, gell? Ja, vermutlich schon, ja, aber ich bin ja nicht der Pilot. Nicht? Aha, ja. Sie haben ja gar keine Kappe an. Nein. Aber ich glaube, ich sitze jetzt doch da zu Ihnen, Herren. Ja, Entschuldigung. Machen. Sie können nicht einfach... Aber auch, es ist ein bisschen eng. Sie können doch nicht einfach irgendwo mit Herren sitzen. Nicht? Warum nicht? Ich sitze nicht einfach irgendwo mit Herren. Ich sitze neben Sie. Ja, das merke ich, ja. Wissen Sie, ich fliege darum zum ersten Mal. Und Sie sehen mir aus wie jemand, der schon so ein bisschen Erfahrung hat. Ja, aber wenn jetzt der Passagier kommt, der Anrecht hat auf den Platz, was machen Sie dann? Ja, Sie! Man merkt schon, dass Sie nicht so ganz draus kommen. Ja, nein, im Flugzeug, da hat doch jeder Platz seine Nummer. Ja. Die Nummer steht auf dem Ticket, nicht? Ja, für das hat man ja schließlich sein Ticket. Ja, so ein Ticket habe ich schon auch. Ist ja klar. Eben. Dort steht Ihre Platznummer drauf. Nicht? Wir haben da einen 15, 14. Ich sitze auf dem 13. und Sie momentan auf dem 12. Ah ja, das ist die Nummer von meinem Ticket. Eben. Was? Ja, wieso fragen Sie dann, ist der Platz noch frei? Ja, dann sitzen Sie doch einfach ab und sagen, das ist mein Platz. Sie, ich habe Anstand. Ich sitze im Tram nicht einfach irgendwo mit her. Ich frage immer zuerst, Entschuldigung, ist der Platz neben Ihnen noch frei? Ein Flugzeug ist ja schließlich kein Tram. Das weiss ich, denke auch. Immerhin. Fliegen Sie auch auf Milano? Was soll jetzt das wieder heißen? Ja, eben, ob Sie auch auf Milano fliegen. Ja, haben Sie das Gefühl, der Hinterteil von dem Flugzeug fliegt auf Moskau? Ganz Maschine, die fliegt doch auf Milano, ne? Eben, dann fliegen Sie also auch auf Milano. Ja, natürlich fliege ich auf Milano. Hätten Sie ja gerade von Anfang an können sagen. Ja, gut. Dabei hatte ich so den Plausch, wo ich Sie gesehen auf dem 13. sitzen. Ich habe gedacht, einer, der auf dem 13. sitzt, der kommt raus. Ich habe Vertrauen in die Fliegerei. Müssen Sie eigentlich immer lesen? Was lesen Sie da eigentlich immer? He? Also, wenn Sie nichts dagegen haben, studiere ich Börsenkurs. Oh! Die fallen manchmal auch runter. Was heisst da auch? Wie ein Flüger! Wo bin ich aufgeregt, ob er überhaupt hochkommt? Sie kommen fast immer rauf. Fast immer. Ja, Sie sind mir einen glatten Kalb. Ja, bitte, hä? Ja, Sie, ich habe daheim ein eigenes Geschäft. Ja. Ich kann das nicht ewig geschlossen lassen. Also, das Raufkommen ist kein Problem. So, und wenn es zum Beispiel ein Schaf auf der Piste hat? Hm? Es was? Im Flughafenareal hat es Schaf, das weiss ich. Dann gibt der Pilot halt per Funk durch. Attention, please, there's a ship on the runway. Hm? Aber wegen dem steht das Schaf immer noch dort. Das hat nämlich keinen Funk. Nein, das hat keinen Funk. Und kann nicht Englisch? Nein, sicher nicht. Ja, eben, da haben wir den Dreck, da muss ich doch ausweichen. Sonst müssen Sie im Flughafenrestaurant wieder Ski machen. Bei dieser Geschwindigkeit kann er nicht ausweichen. Was? Dort mal ein Ausweichen können? Das ist ja fahrlässig. Er kann ja schließlich in dem Tempo kein Slalom fahren, um die Schafe zu kommen. Ja, Müller müsste halt eben langsam fahren. Aha, so müsste er fahren. Ja, dann kommt er ja nie offen. Eben, ich frage mich, so lange, ob er überhaupt mal einen kommt. Also, irgendwie wird es ja schon gehen, nicht? Ja. Nicht, wenn es ja nicht ging, dann hätte es ja auch kein Schaf auf dem Flughafen. Logisch. Oder nur Schaf. Logisch. Also irgendwie kommt er schon auf. Und jetzt möchte ich gerne in Ruhe einmal meine Zeitung lesen. Ja, wenn Sie meinen, irgendwie, dann haben wir irgendwie noch einen. Irgendwie. Sagen Sie mal, hat es eigentlich auch irgendwie Kühe auf dem Flughafen? Nein, sicher nicht. Nein. Irgendwie. Sagen Sie, was trinken Sie eigentlich da die ganze Zeit und grübeln so nervös in Ihrem Sack rum? Das ist Whisky für den Mut. Hm? Und Baldrian gegen Angst. Irgendwie. Nein, jetzt machen Sie mit einem langsam wahnsinnig mit Ihrem Irgendwie. Ja, Sie haben ja schließlich gesagt, irgendwie kommt der Schuhe. Ja, das stimmt auch. Und übrigens ist ja Fliegen viel sicherer als Autofahren. Ja, aber wenn es ein Schaf auf der Straße hat, dann kann ich ausweichen. Jetzt hört es mir mal mit Ihren saublöden Schaf auf. In der Luft hat es einmal kein Schaf.
Nein, Vögel, das weiß ich. Ja, Vögel, ja. Taucherli zum Beispiel. Hä? Stimmt nicht, Taucherli können nicht fliegen. Aha. Das weiß ich. Ja. Dann halt Enten. Gut, irgendwie werden es Enten sein. Ja, Sie, was macht ihr jetzt, wenn die Düsen mit Enten verstopft sind? Dann landet er halt wieder. Einen schönen Kabis erzählen Sie da. Bitte, was? Ja, dort, was Enten hat, hat das Wasser. Kann er ja nicht landen. Natürlich, natürlich, klar. Ja, dann wassert er halt, nicht? Ja, ich kann aber nicht schwimmen. Also, Sie hat eine Schwimmweste unter jedem Sitz. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Irgendwie haben Sie noch viel gedacht. Ja. Aber gleich nicht an alles. Was ist denn jetzt wieder nicht recht, weil... Es könnten ja Bergdolen sein. Bergdolen? Dann macht er halt eine Gletscherlandung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, nein, das gibt's ja nicht. Nein. Sagt Sie mal, was grübeln Sie denn jetzt wieder unter Ihrem Sitz? Jetzt haben Sie vorher gesagt, Sie denken an alles. Ja. Aber der Eisbickel fehlt. Eisbickel? Hören Sie, Sie reissen mir jetzt dann noch den letzten Nerv aus. Keine Leute dafür, wenn es keinen Eisbickel hat. Sie machen mich noch wahnsinnig. Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Fliegen ist viel sicherer als Autofahren. Also, wenn es sicher wäre, hätte es auf alle Fälle keine Schwimmwesten unter dem Sitz. Oder haben Sie in Ihrem Auto etwa eine Schwimmweste an? Nein, aber ich fliege mit meinem Auto auch nicht übers Meer. Jetzt müssen Sie noch sagen, von Kloten auf Milano fliege ich mir übers Meer. Nein, über die Alpen natürlich, über die Alpen. Darum sollte jetzt eben Eisbickel statt Schwimmweste haben. Da haben Sie recht. Vielleicht werden Sie noch gegen Eisbickel austauschen. Man weiß das nie. Ja, das Milano ohne. Ja. Das Milano ohne. Und nachher fliegen Sie mit Eisbickel übers Meer. Ist doch eine Löli-Organisation. Eine Löli-Organisation ist das. Jawohl. Sie, bitte geben Sie mir doch schnell eine von Ihren Baldrian-Tabletten. Ich halte das nicht mehr aus. Die brauche ich selber. Ja. Da freut man sich auf die erste Flugreise. Ja. Und nachher hocken wir neben so einem Dschumpel.